Woche diesmal für Kontext. Haben die einen auf den Deckel gekriegt? Die Stiefel und der Freudenreich, die müssen wahrscheinlich in den Knast. Und da können wir sie, also wir als Leserinnen und Leser von diesem viel geplagten linksradikalen Blatt, ne, können die dann im Knast besuchen in Stammheim oder so. Was die sich zum Teil herausnehmen gegen die Rechtsradikalen, gegen die AfD, das ist unglaublich. Natürlich gab es den Holocaust, das wollen ja nicht mal wir leugnen. Nicht? Und auch, dass man die Ausländer, dass man da sagen kann, die Ausländer, das sind so viele da, dass man da auch mal wieder, verstehen Sie, darum geht es gar nicht, nicht. Aber das Landgericht, die Pressekammer vom Landgericht Mannheim hat denen derart eins vor den Sack geknallt. Nicht? Die Stiefel sah ganz blass aus. Nicht? Die dürfen das jetzt nicht mehr behaupten, das mit dem Holocaust und das mit der AfD und das mit diesem... oder wenn, dass die irgendwas behauptet haben. In Dresden war ja, verstehen Sie, Dresden ist ja nochmal eine andere Nummer wie Stuttgart. Da sind die Rechten, aber verstehen Sie, da sehen Sie alt aus, Leute wie Sie, die gehen da mehr gar nicht mehr auf die Straße. Nicht? In Dresden haben die ja, wo Sie von diesem Schiff erzählt haben, von dieser Seeleif oder Seeleif oder sowas, dass man Leute retten sollte, da haben die Dresdner, die Besucherinnen und Besucher sozusagen spontan gerufen, absaufen, absaufen, die meinten natürlich die Flüchtlinge. Nicht? Gut, danke. Absaufen, wen meint man? Da greift man auch nicht sofort ein und Holocaust-Leugnung und so weiter. Das ist zwar strafbar, aber man muss es erst beweisen. Und die Stiefel mit ihren 10 Leitsordnern, ne? Da muss das Gericht erst mal 3-4 Jahre blättern. Und solange darf nichts behauptet werden. Auch von mir nicht. Auf gar keinen Fall. Ne? Bis die Rechte irgendwann... Ne?